Liebes Publikum, herzlich willkommen im Kubix bei bestem Kinowetter. Seid ihr ready to party? Wir freuen uns auf euch. Und hier sind sie, das Trio mit vier Fäusten, die Schöne, das Biest und Tim. Please give it up für Anja, Tim und Steven. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch, einer großen Premiere für uns drei, für Anja, Steven und mich, denn wir sind heute nicht in unserem muckeligen Studio, sondern wir sind live vor Ort im Kubix Cinestar Kino in Berlin mit Publikum. Und man mag es gar nicht glauben, wie viele Leute gekommen sind. Ich bin immer noch ganz platt. Ja, und wir wollen heute ein bisschen sprechen über die Deadpool-Reihe und natürlich vor allem den neuen Deadpool- und Wolverine-Film, auf den wir alle seit 100 Jahren waren. Gefühlt sehr, sehr lange jedenfalls warten. Ich kann sagen von meiner Seite aus, ich glaube, es gab lange keinen Film, auf den ich mich so gefreut habe und den ich so gespannt erwartet habe wie diesen Film, weil da so viel... so viele Geschichten drumherum sind. Ich mag die Deadpool-Filme im Allgemeinen, ich mag die Wolverine-Filme. Ich finde, die beiden Charaktere sind die spannendsten, die es im Marvel-Universum gibt. Die Filme haben mich am meisten abgeholt. Also ich mag auch Spider-Man und ein paar andere, aber es gibt, wie gesagt, ich finde diese Charaktere am tollsten. Und dass man auf die Idee gekommen ist, die zusammenzuführen, ist meiner Meinung nach ein genialer Schachzug. Das ist der Ohrring von Anja. Und wir haben es dir vorher gesagt, Anja, mit dem Ohrring. Ich wollte gerne Fashion First, aber nein, es ist der Sound. Kannst du dir dann ans andere Ohr noch dazu hängen? Dass du da zwei. Das stimmt. Ist ja auch ganz daran cooler. Hätte ich mal vorher. Ja, siehst du, Mensch. Aber das Gute ist ja, ich sitze ja hier mit der Ohrringseite, mit dem Ohrring, der noch drin ist zum Publikum. Das sieht super aus. Die Wand ist ja dann auch egal. Ne? Nee, aber weißt du, wovor ich ein bisschen Angst habe, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, es geht auch ganz vielen, die heute hier sitzen, so. Wenn man sich auf einen Film so freut, ne, wie Deadpool und Wolverine, habe ich immer Angst, dass meine Erwartungen so hoch sind, dass sie nur enttäuscht werden können. Also weil Ryan Reynolds hat Deadpool, und wir reden ja gleich noch einmal kurz über die ersten beiden Teile, hat er ja zu einer ikonischen Figur gemacht im Marvel-Universum. Und ich meine, wir brauchen gar nicht über Hugh Jackman zu reden als Wolverine. Also der Schauspieler, der am längsten ein Marvel-Charakter in der Filmwelt überhaupt spielt. 9 Filme, 24 Jahre. Was kann da alles passieren? Aber wir haben ja ein paar Appetizer für euch noch, darüber sprechen gleich. Aber vielleicht jetzt einmal zu Deadpool Uno. Ja, oder vielleicht einmal noch mal ganz kurz anschließend, was du gerade gesagt hast. Klar, die hohen Erwartungen sind häufig das Problem, dass sie nicht erfüllt werden. Jetzt muss man mal sagen, in letzter Zeit ganz häufig nicht von Marvel. Wollte ich gerade sagen, das ist nämlich der Punkt. Marvel und Disney, diese Zusammenarbeit hat sich jetzt nicht gerade als irgendwie die Geburtsstätte toller Filme und Serien in den letzten 2-3 Jahren erwiesen. Und das hat Marvel in eine große Krise gestürzt, das hat Disney auch in eine Krise gestürzt, hat aber auch ein bisschen das Kino in eine Krise gestürzt mit, weil also jahrelang Marvel-Filme natürlich extrem gut gelaufen sind und viele Leute ins Kino gebracht haben. Deshalb ist ja gerade auf diesem Film sind die Erwartungen so, und der Druck so groß, weil Marvel hat ja was ganz Ungewöhnliches gemacht. Sie haben gesagt, wir ändern unsere komplette Herangehensweise. Wir produzieren nicht mehr auf Masse. Das, was sie eine Zeit lang ja gemacht haben, wo wirklich gefühlt monatlich irgendwie eine neue Serie oder ein neuer Film kommt. Wir starten in diesem Jahr nur mit einem Film und das ist dieser Film. Und wenn dieser Film nicht funktioniert, dann haben Marvel ein Riesenproblem. Aber glaube ich nicht. Nee, und ich mache mir da ehrlich gesagt auch überhaupt gar keine Sorgen. Ne? Also weil einfach auch Ryan Reynolds als Deadpool und eben Hugh Jackman als Wolverine so etablierte Charaktere sind, weil man die ja auch schon so mit ihren Charakteren identifiziert und die ja dementsprechend auch halt mega Mitspracherecht haben. Ne? Und da garantiert keinen Quatsch machen lassen. Nee, das ist glaube ich immer, also gerade bei Deadpool, und deshalb können wir vielleicht auch gleich zum ersten Teil nochmal kommen und den so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich glaube, ich muss jetzt nicht so viel mehr über die Hand sagen oder für alle. Gibt es hier irgendjemand, der den Film noch nicht gesehen hat, den Deadpool 1-Film? Raus. Nee, deshalb muss, glaube ich, genau, muss man die Story da nicht mehr groß erzählen. Dieser Film war für mich, als ich 2016 ihn im Kino gesehen habe, hat der mich umgehauen. Mit deinen Eltern aber, weil der ist ja 16. Ich habe eine Begleitung, ja. Alles erziehungsberechtigt. Oh, es geht gleich los, ja. Nee, erzähl mal weiter. Als du mit einem Erziehungsberechtigten 2016 im Kino warst und Deadpool 1 geguckt hast.
Genau, und mir die Ohren ganz häufig zugehalten worden sind. Augen und Ohren, ja, aufgrund der Schwäche. Nein, dieser Film hat mich auf ganz vielen Ebenen abgeholt. Das ist einmal, dass die zu dem Zeitpunkt CGI gezeigt hat, was möglich ist. Da ist der Film wirklich ein Vorläufer vor vielen anderen, die danach kamen. Und die Action-Szenen, wie die umgesetzt worden sind, das hat mich umgehauen. Ich mochte den Witz. Das war ein Film, der Witze mit wirklich viel Maschinengewehr rausgefeuert hat. Ich habe ihn jetzt noch mal geguckt. Rückblick, nicht mehr alle zünden so, aber immer noch ganz viele finde ich wirklich gut. Viele Sprüche, nicht alles, aber da hat Marvel einen Weg eingeschlagen, und das muss man vor allem Ryan Reynolds verdanken, Comic-Verfilmung auch ernst zu nehmen, ja, also, und sie so umzusetzen, wie ein Comic dann auch ist. Also, obwohl, ich finde, da würde ich ein bisschen widersprechen, weil ich finde schon, dass Marvel ja anfangs verstanden hat, was für ein Potenzial hinter diesen Figuren steckt, und haben es ja auch richtig gemacht. Ich glaube, das, was Ryan Reynolds richtig gemacht hat, ist, dass er Deadpool nicht verändert hat. Das war ja für viele auch die große Angst. Deadpool ist ja ein Charakter auch in den Comics, also da, wo er auftaucht, und jetzt auch in den Standalone rein, der ja aneckt, der ist ja nicht kontrollierbar, der ist ja total crazy, auch mit dieser Fourth Wall, mit der Art und Weise, wie er dann auch mit den Lesern oder Zuschauern spricht, das ist ja beeindruckend. Und ich finde, das hat er super gemacht, weil das erste Mal, als er aufgetaucht ist in einem X-Men-Film, und ich hasse X-Men-Filme, schuldig, wenn ich das sage, ich hasse die, ich finde die alle grundsätzlich echt grauenhaft. Die ersten beiden waren hervorragende Filme. Die gucke ich gerne mit dir nochmal. Ich fand die alle gut, ehrlich gesagt. Nee, das stimmt jetzt auch nicht, Anja. Also das stimmt leider auch nicht. Also gerade X-Men Origins Wolverine, und das ist der Film, der auf den Steven anspricht, wo Ryan Reynolds das erste Mal ja als Deadpool oder Wade Wilson auftaucht, dieser Film ist wirklich eine Katastrophe. Nein, ist er nicht. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, aber ich glaube, zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, aber hier, wie hieß denn dieser letzte Dark Kingdom, oder? Nee. Was? Dark Phoenix. Ja. Habe ich schon wieder vergessen. Dark Phoenix. Das, ganz im Ernst, was war das? Was war das? Ja, da muss man zugeben, da waren sie vielleicht schon in so einem Tonus drin, einfach das, zu überdrehen und Quatsch. Mit dem ganzen Universum. Was ist die Mehrzahl von Universum? Universen. Nee, sicher? Ja. Ja, gut, also Universen. Nee, aber wir sind jetzt abgeschwifft. Du wolltest über Deadpool 1 wolltest du was erzählen. Ich glaube, euren Konflikt nur noch mal kurz zusammenzufassen, ich glaube, was Tim sagen wollte, ist, dass die Comic-Fans von Deadpool halt sehr auf ihre Kosten gekommen sind und dass die nicht so enttäuscht wurden, weil alles so weichgespült oder familienfreundlich gemacht wurde oder irgendwie so ein bisschen appetitlicher oder so, ne? Sondern dass die eben auch ernst genommen wurden, dass aber trotzdem natürlich für jedermann auch diese Meta-Ebenen, diese Meta-Referenzen, diese Popkultur-Elemente, die da irgendwie integriert werden, dass die halt trotzdem da auch irgendwie voll dargestellt werden konnten. Ja, und gerade auch die Gewalt in dem Film, ja, und das ist ja häufig bei Steven ein Problem, dass er... Die hat bei mir auch. Ehrlich gesagt, auch ja, bei Deadpool. Ja, ihr beschwert euch ja häufig darüber, es ist zu viel Gewalt in Filmen. Nee. Da möchte ich ganz kurz reingrätschen. Anja und ich beschweren uns darüber, wenn es sinnlos ist. Also ich sag mal, Deadpool ist ja eine, genauso wie sinnvolle Gewalt. Nein. Aber es ist eine gewalttätige Figur, genauso wie ja Wolverine. Aber wenn ich hab's ja gesagt, hier bei Bad Boys, beim letzten, ne? Wenn du aus nächster Nähe siehst, wie jemand dem anderen in den Kopf schießt, ist das für den Film, macht überhaupt keinen Unterschied, ist totaler Quatsch. Das meine ich, das ist für mich, wenn du in einen Deadpool-Film gehst und nach 2 Minuten sagst, jetzt hat er aber schon wieder irgendjemandem die Gliedmaßen abgehackt, dann bist du im falschen Film. Aber ich finde, manchmal wird Gewalt mittlerweile in ganz vielen Filmen, aktuell Actionstreifen, einfach zu sehr genutzt, um irgendwie nochmal so einen Effekt zu erzielen, den ich einfach scheiße finde. Das nervt mich. Brauchst du ja nicht. Wie du sagst, das ist Effekthascherei. Das finde ich auch ganz oft. Ich muss aber sagen, dass ich mich auch bei Deadpool, und ich fand beide Filme bislang wirklich super, trotzdem auch immer wieder dabei ertappe, dass ich denke, es ist schon ein schmaler Grat so zwischen auch diese Gewalt so darzustellen, wie sie im Comic ist, so wie seine Figur das eben darauf angelegt hat, aber auch eben dann nicht in dieses Gewaltverherrlichende da irgendwie so abzutreffen. Aber dann kann ich nur sagen, dann freut euch auf Deadpool und Wolverine. Ich habe ja bei der Premiere, und da kommen wir nachher noch zu, habe ich ja 37 Minuten gesehen, ne? Also
Du. Ne, also da ist jetzt, da, also da habe ich zeitweise gedacht, okay. Ja, aber das ist halt etwas, was, glaube ich, wirkliche Comic-Fans auch von so einem Film erwarten. Und klar, das hat Ryan Reynolds erkannt, dass man diese Figuren und diesen Stoff ernst nehmen muss und nicht wie ein, und das ist, was ich vorhin meinte, nicht wie ein, wie Kinderfilme behandelt, sondern wir, und das ist, und diese Figuren auch, die da in diesem Film drin sind, die sind den Leuten, den Fans der Serien total wichtig und heilig auch. Und das muss man, glaube ich, anerkennen. Und da darf man nicht irgendwie so lax mit umgehen, was man in diesem X-Men Origins Wolverine-Film gemacht hat, wo ja, wie gesagt, Ryan Reynolds mitgespielt hat. Er hat dort Wade Wilson, also Deadpool, gespielt. Aber sie haben die Figur komplett entfremdet. Also der hat seinen Anzug nicht angehabt, der hatte seine Schwerter nicht dabei. Er hat nicht gesprochen. Er konnte nicht. Das wäre das Schlimmste. Ich meine, das, was Deadpool auszeichnet, ist ja sein loses Mundwerk. Das hat man ihn genommen. Die Produzenten haben diese Figur eigentlich nur in diese Filme reingepackt, weil sie den Namen so cool fanden. Das hat man, haben die auch zugegeben. Wir fanden den Namen Deadpool toll, der passte gut in den Film rein. Ob diese Figur jetzt irgendwie da reinfällt, ist völlig gaga. Und Ryan Reynolds wollte eigentlich damals, also er hatte den Plan, oder sein größter Traum, das hat er auch immer gesagt, war es, Deadpool zu spielen. Und die Produzenten sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, jetzt hast du die Chance, du kannst in diesem Film das machen. War das eigentlich vor oder nach Green Lantern? Das war vor Green Lantern. Der kam dann leider danach. Also er hat gesagt, ich spiele Deadpool und dann spiele ich Green Lantern. Oh Gott, für den schämt er sich, glaube ich, heute immer noch. Ja, aber den verarscht er ja auch immer. Das ist ja großartig, dass er das macht. Ne? Aber Green Lantern, ey, das... Aber er hat ja seine Frau da kennengelernt. Ja. Oh ja. War er da noch mit Scarlett Johansson zusammen? Was? War er da noch mit Scarlett Johansson zusammen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, das ist auch cool. Deadpool und Black Widow. Wäre vielleicht auch nochmal was. Aber ganz kurz, ich will diese Geschichte zu Ende erzählen. Also, Ryan Reynolds hat man diese Rolle angeboten und er hat dann zu den Produzenten gesagt, ihr könnt das nicht so machen. Also ihr könnt diese Figur nicht so entstellen. Das fliegt euch um die Ohren und das fliegt mir auch um die Ohren. Und daraufhin hat ein Produzent zu ihm gesagt, hey, du hast jetzt die Chance, das zu machen, aber nur so, wie wir sagen. Und wenn du das nicht so möchtest, dann bist du raus. Und dann kriegt jemand anders die Rolle. Und dann ist Deadpool für dich auch für immer futsch, weil du wirst nie wieder irgendwie die Möglichkeit bekommen, das zu... Und deshalb hat er sich darauf eingelassen und hat das dann so gemacht, wie es dann leider geworden ist. Und es war ein katastrophaler Film. Da möchte ich schon wieder widersprechen. Ne? Und dann kommen wir eben jetzt auf Wolverine. Der Geschichte oder dass es ein katastrophaler Film war? Nee, dass es ein katastrophaler Film war. Ich muss sagen, also ich verstehe, ne, der ist ja auch ziemlich gefloppt. Und heute schimpfen ja auch alle immer noch über die CGI-Geschichten und sowas und dass so viel vom Greenscreen gedreht wurde und das sah alles nicht aus, das stimmt auch. Aber ich fand, von der ganzen Handlung her hat er einfach Wolverine total nahe gebracht und das war auch spannend erzählt. Und ich fand auch diese crazy Experimente, bei denen dann eben auch Deadpool landet und am Ende so vermurkst ist, fand ich für das Gesamtkonstrukt und so alles total spannend. Und deswegen, ich bin auch zum Beispiel nicht so streng wie du, dass ich irgendwie immer die ganze Zeit denke, das ist Deadpool, der da so verkrotzt wurde, sondern Deadpool war quasi Ryan Reynolds für mich, als er noch in dem Flieger sitzt und die zu ihrer einen Mission da aufbrechen und er auch noch seine Schwerter hat und sowas alles. Und danach wird aus ihm ja diese Waffe... Weapon X. Ja, X oder 11 sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab's Weapon vergessen. X. Naja, diese Superwaffe damit, die alles irgendwie vereint, ne? Diese Adamantium-Schwerter. Also wo die sich dann da kloppen oben auf dem Turm am Ende. Ja, genau. Genau. Super mit Victor Szene. Und Wolverine dann noch und so. Naja, ja, da bin ich, also da geht es mir dann halt mehr auch ums Inhaltliche als die Action. Aber erklär mir mal ganz kurz den Inhalt dieser einen Szene. Die kloppen sich und das Gebäude bricht zusammen und am Ende sind alle platt. Ja, aber es geht ja da zum Beispiel, da würde ich jetzt mit meiner emotionalen Sichtweise, würde ich dann sagen, es geht da auch ganz viel um diese schwierige Beziehung zwischen Victor und Wolverine. Ne? Zwischen dem, wie sie da sind. Und auch ja quasi, dass Wolverine mit dem Kampf gegen Deadpool ja auch dieses ganze System von Stryker quasi versucht zu vernichten. Und das nicht nur, weil er jetzt gerade in Gefahr ist, sondern weil es eben auch ums Prinzip geht, wie mit Mutanten umgegangen wird. Und das finde ich schon irgendwie, in gewisser Weise hat das Symbol. Also ich finde den Film jetzt nach dem ich würde mir lieber anhören, wie du den Film nacherzählst, als ihn mir nochmal anzugucken, weil das hat mir viel besser gefallen jetzt gerade. Also jetzt macht es auch für mich Sinn in der Sekunde. Aber wir können ja nochmal sagen, der erste Film,
nach Green Lantern, also Deadpool 1 war mega erfolgreich, relativ für Hollywood-Verhältnisse günstig, ne, um die 50 Millionen Dollar also, Budget. Ne? Extrem günstig für Hollywood-Verhältnisse. Also zum Vergleich, ein Ant-Man, der ein furchtbarer Film ist, hat 200 Millionen gekostet. Was, der erste oder der zweite? Der erste. Den fand ich auch. Fand ich auch. Da muss ich auch sagen, den fand ich gut. Das ist anspruchslos oder so. Oh, aber. Oh, jetzt wird es hier dirty gerade. Ne, okay, aber also, ne, der hat dann fast eine Milliarde eingespielt, war ja klar, dass sie den zweiten Teil machen. Deadpool. Ja, genau. So ist es. Und dann haben sie Deadpool 2 gemacht. Auch da müssen wir die Geschichte zusammenfassen. Es ist halt sehr dramatisch dann. Ne? Eingangs geht ja bei ihm so ein Auftragsmord schief. Ne? Auch weil er es eilig hat und zu seiner Liebe Vanessa kommen will. Und der Drogenboss bzw. dessen Leute verfolgen ihn und erschießen dann leider Vanessa. Und dann muss er, also er wird quasi in seinem Schmerz dann von Colossus und Negasonic Teenage Warhead. Ja. Oder Negasonic Teenage Warhead. Ja. Beste Superheldenname, von den es gegeben hat. Den beiden sozusagen so ein bisschen aufgenommen und während er aber so damit struggelt, dass er eigentlich auch am liebsten tot sein möchte und zu Vanessa kommen will, muss aber erstmal sein Herz an den rechten Fleck kommen, damit er überhaupt irgendwie sterben kann. Und dann ist eben seine Aufgabe, dass er den Mutanten Firefist retten muss, der vorhat, ganz schreckliche Dinge zu begehen. Und es ist schon so ein Cyborg-Soldat aus der Zukunft unterwegs. Cable, genau. Josh Brolin, später Thanos. Ja, so ja, aber dazu. Josh, also, aber da. So ja, aber dazu. Josh, also, aber da siehst du mal wieder, dass ein Film ja auch immer gut funktioniert, wenn du einen guten Bösewicht oder eine Bösewichtin hast. Und ich finde, dass Josh Brolin wirklich also echt genial ist. Ne? Also vor allen Dingen auch da wieder, um auf die Geschichte zu sprechen zu kommen, ist es ja auch die Wandlung seiner Figur in dem Kontext des Films. Aber der war ja auch, also der war doppelt so teuer, aber genauso erfolgreich wie der erste. Ja, und wo du es gerade gesagt hast, ne, ich finde, das ist auch das Spannende bei Teil 2, dass sowohl Cable als auch Deadpool halt so mit Verlust und Schmerz umzugehen haben, ne, und quasi durch den Film ja dann auch lernen oder dazu kommen, so auch auf ihre Rachegefühle und sowas zu verzichten, ne, und da eben auch loszulassen. Aber ich finde es so absurd, also das war ja bis zu dem Zeitpunkt ist ja bei ganz vielen Filmreihen auch so, wenn zwei Filme erfolgreich sind, machst du logischerweise einen dritten, vierten, fünften, sechsten. Und da finde ich dann auch wieder interessant, wenn man sich Ryan Reynolds anguckt und seine Karriereentscheidung, jetzt vor allen Dingen die letzten 10, 15 Jahre, ist ja wirklich beeindruckend, was er gemacht hat. Und vor allen Dingen... Findest du? Ja, ich finde schon, dass da echt gute Sachen dabei sind. Also wirtschaftlich und sicherlich auch filmisch. Also er ist natürlich bekannt für seine Deadpool-Rolle, ne? Dann Adam Project, Free Guy, sind alles Filme, finde ich, kannst du wunderbar weggucken, ne? Und die haben ja auch die Zusammenarbeit mit Sean Levy begründet, der jetzt ja Regie geführt hat bei Deadpool und Wolverine, der ja auch mit Hugh Jackman schon Real Steel gemacht hat. Das finde ich schon cool. Ich glaube, die Frage ist dann nur einfach, was machst du mit der Figur? Und das ist ja genau das, weshalb wir hier auch alle sitzen, weil wir ja gerne wissen wollen, was passiert mit Deadpool 3? Und wir kommen vielleicht auch nochmal näher darauf zu sprechen, wie dieser Weg war. Wir haben ja eben gerade über Wolverine auch schon gesprochen, weil wir jetzt sehr uns auf Deadpool fokussiert haben. Aber Wolverine als Figur und vor allen Dingen Hugh Jackman als Wolverine, ich glaube, das kannst du gar nicht trennen. Also das finde ich ja das Spannende, dass du... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwann mal jemand anders Deadpool spielen oder Wolverine. Aber momentan kann ich mir das gar nicht vorstellen. Nee. Super. Ja. Gut, das war's. Vielen Dank. das freut mich, dass du das auch... Also ja, das war das erste Mal, dass du eine kurze Antwort gegeben hast auf eine lange Frage. Nein, ich war noch so sehr bei dir und Ryan Reynolds und seinem Film. Da müssen wir auch noch mal gleich drüber sprechen. Irgendwie. Bleiben wir einmal bei Wolverine. Wie Deadpool, nein, diese Rolle ist so sehr mit Hugh Jackman verbunden. Und das Lustige finde ich in diesen Fällen ja immer, wenn man dann liest und hört, dass der ja ursprünglich gar nicht für diese Rolle vorgesehen war. Wie hieß der aus Mission Impossible? Der war doch eigentlich... Ja, ganz ursprünglich sollte Russell Crowe Wolverine spielen. Und Russell Crowe hat aber keinen Bock auf Comicverfilmung. Der hat gesagt, das ist albernes Zeug, das ist Kinderkram. Und dann spielt er aber in Superman mit. Das man ändert seine Meinung ja auch mal. Ja. Haben wir von Karl Lagerfeld gelernt, was interessiert mich, der Quatsch, den ich gestern erzählt habe.
Nee, da hat er seine Meinung, aber er hat mal im Interview gesagt, nee, Comicverfilm kommt für mich nicht in die Tüte irgendwie, ich will, okay. Gute Filme machen, irgendwie sowas in diese Richtung, sagt er. Deshalb hat er Wolverine abgelehnt. Dann hatten sie Viggo Mortensen, den wollten sie als Wolverine haben, der konnte aber nicht, weil er Herr der Ringe gedreht hat zu dem Zeitpunkt und einfach zeitlich ausgebucht war. Und dann haben sie Doug Ray Scott, ein Schotten ins Auge genommen. Der hat auch schon den Vertrag unterschrieben gehabt. Der hat dann mit Tom Cruise Mission Impossible 2, genau, glaube ich, gedreht und hat sich in Mission Impossible... Ich wusste, dass das heute passiert. Halleluja, da ist er, der Sprecher des Tages. Mission Impossible 2 hat er sich dann bei einem Motorradstunt so schwer verletzt, dass er über Monate ausgefallen ist und wohl auch irre viel Körpergewicht verloren hat in dem Zeitpunkt und gar nicht mehr so körperlich irgendwie für eine Superheldenrolle in Frage kam. Und dann wiederum kam Russell Crowe ins Spiel, der mit dem Produzenten irgendwie in Kontakt war und der diese Geschichte hörte. Und der hat gesagt, nimm doch mal Hugh, seinen guten Alten, die Australier halten da wirklich sehr zusammen, muss man, also ist es offenbar so. Nehmt doch meinen guten Freund Hugh Jackman, der ist perfekt für die Rolle. Und der ist ja eine Maschine, ne? Also wenn der für jede Rolle, also für jedes Mal, wenn er Wolverine gespielt hat, ist der, hat er so ein Hardcore-Fitness-Regime durchgezogen. Ich habe mir überlegt, ob wir das auch mal machen, Steven. Ich habe mir das mal angeguckt. Bevor du jetzt mit so einem Quatsch anfängst, er hat sich ja auch Fitness-Tipps geholt von Dwayne The Rock Johnson, ne? der ihm gesagt hat, wie viel Kalorien er essen muss und vor allen Dingen, was er alles im Iron Paradise tun soll. 6000 Kalorien am Tag musst du da. Also das soll ich jetzt mit dir essen. Du isst das nur, ich trainiere dann noch. Nein. Nein, man muss dann halt ein knallhartes Trainingsprogramm machen und The Rock sagt dann, man muss 6000 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. Zum Vergleich, ein durchschnittlich sitzender Mann braucht zwischen 2000 und 2600 Kalorien. Was hat mich damit zu tun? Du bist ein durchschnittlich sitzender Mann. Ja, so, genau, das wollte ich nur sagen. Und das bedeutet, wenn ich durchschnittlich sitzen bleibe, dann darf ich 2500. Nimmt man normalerweise so 2 bis 2600 Kalorien zu sich. Ja. Das musst du richtig viel futtern. Also es gibt ja auch so Videos von Dwayne The Rock Johnson, wo er denn sein Essen zeigt und was der da. Ja. Der fängt ja schon morgens mit Würstchen und einem. Ich mag seinen Cheat Day immer. Hast du das mal gesehen, wenn er dann, ich glaube, gefühlt 75 Pancakes isst, ne? Das steht in der Küche und dann hat er so ein Tablett vor sich. So unfassbar. Und wenn er dann ins Iron Paradise geht, das finde ich ja das Geilste, sein kleines Fitnessstudio auf seinem Anwesen im Westflügel seines Schlosses. Keine Ahnung, das ist so unfassbar. Der stemmt Dinge in die Luft. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Ich finde es so schräg, wenn man dem gegenübersteht oder daneben oder wie auch immer, dass der wirklich aussieht wie eine Comicfigur. Ne? Nee, vor allem, also ich frage mich auch, wo der diese Pullover herbekommt, die der anzieht. Nee, soll ich dir was sagen? Bei den Oscars stand er vor mir und ich dachte, das ist mein Zelt. Der trägt ein Smoking, das sah aus wie mein Zelt. Der ist so. Der hat solche Oberarme. Ich meine, auf der anderen Seite, der kann sich gar nicht mehr bewegen. Ne? Also das geht ja alles nur noch, und dann ist der Muskel schon vom Oberarm an der Brust. Aber und er schwitzt viel. Ja, das ist auch eine geile Geschichte von Fast and the Furious, haben sie erzählt am Set, dass immer, wenn die Drehpausen hatten zwischen den Szenen, hat Dwayne The Rock Johnson die ganze Zeit Liegestütz gemacht, immer gepumpt. Und dann hat er so geschwitzt, dass er immer gesagt hat, du trägst nur noch hautenge schwarze Unterhemden, weil man sieht es die ganze Zeit sonst. Ne? Der hat nur geschwitzt. Aber der schwitzt bestimmt auch viel am Kopf, glaube ich. Weil er keine Haare hat, wollen wir es bei ihm dann sehen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe auch kaum noch Haare, deswegen trage ich eine Baseballmütze. Aber was ich sagen wollte, ist, ich finde ja, also nicht nur, dass Hugh Jackman die richtige Wahl dann war, dank Russell Crowe. Ich finde, Hugh Jackman ist einer der coolsten Dudes in diesem Business. Also ich finde, ja, wirklich, also Ryan Reynolds ist eine Promomaschine, der weiß auch ganz genau, der ist so schnell in allem, was er macht und sagt. Aber Hugh Jackman ist ein so toller Mensch. Also, das klingt immer so, als wenn man mit dem befreundet ist. Aber das, was ich erlebt habe, auch in den Situationen an den Teppichen oder bei der Premiere jetzt, der ist so cool. Und was ich so geil finde, der freut sich den ganzen Tag darüber. Also diese Promotour, wenn ihr Bock habt, ne, guckt euch das mal an, was die beiden Social Media mäßig absetzen. Du siehst
an Hugh Jackman in jeder Szene, wie er sich über Ryan Reynolds beeiert, wie er sich freut. Und das hat er ja selber gesagt, auch auf der Pressekonferenz hier in Berlin vor der Premiere, dass diese Rolle so wichtig für ihn ist. Und wir können ja auch gleich nochmal über die Entstehungsgeschichte sprechen, weil das ist nämlich auch das Spannende, was du gerade gesagt hast, dieses Casting. Und dann ist er auf einmal Wolverine und ein Multitalent, ne? Sänger, Tänzer, Schauspieler. Die geilste Oscar-Moderation meiner Ansicht nach der letzten 30 Jahre, Hugh Jackman, danke sehr. Oder? Also ich finde, es macht das super. Ja, nein, der ist ein wahnsinnig talentierter Schauspieler, Sänger, alles unterschreibe ich alles. Ich finde, er hat mit der Auswahl seiner Rollen nicht immer so ein richtig gutes Händchen bewiesen. Also du hast vorhin gesagt, Real Steel ist wirklich einer der schlimmsten Filme, die jemals die Kinowelt gesehen haben. Kann ich auch eine Geschichte zu erzählen, privat, aber das. Erzähl mal, private Geschichten sind immer gut. Also wenn du Real Steel die ganz genau angeguckt hast, ne? Ja. Da gibt es eine Szene in dem Dome. Da kommt der Bösewicht an mit seinem Roboter. Und da ist ein Typ, der ihn interviewt. Weißt du, wer das ist? Was tut das? Das bin ich. Nee. Ja. Ehrlich? Ja, das klingt jetzt so, entschuldigt. Also, die Geschichte ist folgende. Es tut mir so leid, dass ich schlecht über den Film gesprochen habe. Nein. Ich wusste das überhaupt nicht. Das stört mich gar nicht. Was ich viel schlimmer finde, ist, dass du mich nicht gesehen hast. Und ich bin wirklich, also das ist wirklich absurd. Vielleicht war ich kurz draußen mal, als die Szene. Also die Geschichte ist die haben uns eingeladen, damals um Interviews mit Sean Levy zu machen und mit Hugh Jackman nach Detroit in so ein altes Footballstadion, weil die da gedreht haben, diese ganzen Szenen. Und dann saßen wir alle Backstage und haben uns so aus den Monitoren angeguckt, was da passiert ist. Und dann kam irgendjemand von Disney rein und meinte so, hört zu Leute, wir brauchen Komparsen. Ne, wir brauchen Leute, die im Hintergrund hin und her laufen. Und ihr seid ja alle so aus dem Business. Ihr tut so, als wenn ihr zu dem Bösewicht lauft und ein Interview machen wollt. Und Klein Gätchen ist richtig schnell gelaufen. Also in meiner Welt bin ich schnell gelaufen. Und war der auf Wind einmal ist da. Durch dein Haar gefegt. Ja, durch das Haar damals, das war sehr lang noch. bin ich da hingelaufen und dann hat Sean Levy gesagt, cut. Und meinte so, ey, du bist jetzt relativ präsent, wir müssen dich einmal abtupfen. Und dann haben sie mich einmal geschminkt und dann habe ich da mein Ding gemacht. Hast du das? Das ist süß, ne? Aber ja, wir gucken süß, jetzt alle nochmal den Film. Was? Jetzt wir gucken jetzt alle nochmal den Film. Wollte ich gerade sagen, wo läuft der gerade? Kann man weiß das auf jemand? Auf allen, weiß ich nicht. Aber ich kann, weißt du, ich schenke dir einfach eine signierte VHS. Von dir signierte? Nein, aber das klingt jetzt so doof. Ich weiß, also ich finde den Film ehrlich gesagt nicht so schlecht. Also nicht, weil ich da eine Sekunde lang zu sehen bin, aber ich finde ihn nicht schlecht. Okay. Der ist vor allen Dingen mit, wie heißt die denn nochmal aus Lost? Vielen herzlichen Dank, die meine ich. Evangeline Lilly. Hast du die am Set auch kennengelernt? Nein, die habe ich nicht kennengelernt, aber die fand ich toll. Ich fand Lost auch eine andere Geschichte. Das Lost war gerade sehr gut gestartet. Mission Impossible. Ich muss mal was trinken zwischendurch. Ja. Nee, gut, aber wir schwiffen schon wieder weg. Genau, wo waren wir? Wir waren ja eigentlich bei... Eigentlich waren wir bei Hugh Jackman und seiner Filmauswahl. Und du fandest, dass er da nicht so ein glückliches Ja, aber hier Les Miserables, Prisoners. The Prisoners ist ein guter Film, das muss man wirklich sagen. Ist ein sehr, sehr guter Film. Ja, und es gibt auch den Film The Sun, wo er den Vater von einem Teenager spielt, der unter Depressionen leidet. Den fand ich wirklich sehr, sehr gut, den Film. Der ist ja fast ein bisschen untergegangen. Ja, ich meine, also wenn du dir Ryan Reynolds mal am Anfang seiner Karriere anguckst, da war das auch ein bisschen durchwachsen. Ich finde ja, am Ende muss man immer dem huldigen, was daraus geworden ist. Ne? Also was macht er am Ende daraus? Und ich finde, Hugh Jackman und Ryan Reynolds wissen schon, welche Richtung sie gehen. Ich glaube, dass es auch total schwierig ist. Also vielleicht, um jetzt mal auf Deadpool und Wolverine zu sprechen zu kommen. Ausgangslage ist, zweiter Film mega erfolgreich. Ne? Auf der einen Gesundheit. Auf der anderen Seite... Dafür muss Zeit sein. Ne? Auf der anderen Seite Logan, und das ist jetzt ein Spoiler für alle, die ihn nicht gesehen haben, Wolverine kaputt. Ne? Also gibt's nicht mehr. Wirklich ein Meisterwerk, der Film Logan. Ja, ja, und da auch wieder schön böse und schön düster und schön brutal in dem Kontext. Ne? Aber das heißt, die Ausgangsposition ist ja, Ryan Reynolds, Hugh Jackman sind befreundet, aber Wolverine gibt's nicht mehr, zumindest nicht in dem Universum. Und Deadpool ist in der Sackgasse. Und dann gibt's ja auch dieses berühmte Gespräch zwischen Kevin Feige, dem Chef von Marvel, und Hugh Jackman, die sich zum Lunch treffen in L.A. Und Kevin Feige zu ihm sagt, hör zu, Hugh, Wolverine ist tot.
Belass ist dabei. Das war ein super geiler Abgang. Du brauchst nichts mehr zu machen. Und Deadpool, Ryan Reynolds, ihn ja immer wieder triggert und sagt so, hör zu, ich hätte Bock, irgendwas mit dir zu machen, aber selber auch gar nicht auf die Idee kommt. Und dann haben sie ja, Ryan Reynolds hat das erzählt, hat er mehrere Drehbuchansätze geschrieben, zeitweise für 10 Millionen Dollar, zeitweise für 150 Millionen Dollar, hat nicht geklappt. Dann kam Sean Levy dazu, mit dem er zwei Filme vorgedreht hatte, aber die konnten diese Nuss nicht knacken. Und irgendwann, und das ist ja absurd, musst du dir mal überlegen, bei dem Erfolg, hat Ryan Reynolds gesagt, gut, dann ist Deadpool nur noch eine Cameo-Figur im Marvel-Universum. Also so wie dein Lieblingsfilm X-Men Origins. Origins. Und dann, und das war wirklich auch spannend zu sehen, bei der Premiere hier in Berlin am Uberplatz von Deadpool und Wolverine, das war jemand von euch da zufällig? War die da, echt geil, was ihr da für eine Stimmung abgerissen hatte, waren ja fast 4000 Leute auf dem Platz davor und die haben am Tag vorher eine Pressekonferenz gegeben und ein bisschen was darüber erzählt. Und Hugh Jackman hat zu dem Zeitpunkt, also die haben ja immer wieder miteinander hin und her geschrieben und versucht, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, hat zu dem Zeitpunkt in New York am Broadway gespielt. Ich glaube, The Music Man oder sowas. Und hat auch erzählt, er war 9 Monate in dieser Produktion, 6 Tage die Woche und hatte jetzt eine Woche frei. Und dann hat er sich ins Auto gesetzt und hat gesagt, ich fahre jetzt mal an die Küste und überleg mir mal, was ich machen soll. Und dann saß er im Auto, und das hat er erzählt, saß im Auto und hat irgendwie überlegt, so, boah, ey, was soll ich denn machen? Und er meinte, nach 10 Minuten hat er gesagt, ich will nochmal Wolverine spielen. Und hat Ryan Reynolds dann direkt angerufen, und Ryan Reynolds hat gesagt, ey, das ist so geil, weil in einer Stunde telefonieren Sean und ich mit Kevin Feige von Marvel. Und dem stellen wir die Idee einfach vor. Und dann meinte Ryan Reynolds auch so, dann haben sie überlegt, machen wir daraus so ein Climax, ne? Erzählen wir erst so andere Sachen, was wir uns ausdenken, dann am Ende sagen wir, ey, und jetzt kommt Wolverine. Und dann hat Ryan Reynolds auch erzählt, er war wie so ein kleines Kind, er war so aufgeregt, dass er direkt das gesagt hat, bevor überhaupt irgendwas anderes gesagt wurde. Und and the rest ist, wie man so schön sagt, History. Und das ist echt geil. Ne? Aber das ist so ein tolles Beispiel für die verschlungenen Wege Hollywoods. Ja. Ne? Also, weil eigentlich fand ich, also auch jetzt, wenn man die ersten beiden Deadpool-Filme gesehen hat und jetzt dann zu Deadpool und Wolverine kommt, irgendwie war das doch immer auf dem Tisch, die Idee, Hugh Jackman, Wolverine mit reinzunehmen, gefühlt für mich, weil die Figur ja immer in den Filmen auch kurz auftaucht, veräppelt wird und da so darauf hingewiesen wird auf die Figur und den Zusammenhang. Und Deadpool und Wolverine sind in den Comics ja, haben ja auch ganz viel zu tun, miteinander zu tun gehabt. Deshalb ist es ja eigentlich, und Hugh Jackman und Ryan Reynolds sind dicke Freunde. Das ist eigentlich so naheliegend, dass man darauf kommt, ey, wollen wir nicht die beiden zusammenpacken? Total, und wie du sagst, es zieht sich ja wirklich durch beide Deadpool-Filme komplett durch. Ich glaube, der erste startet doch auch mit der Szene, dass er sagt, ah, jetzt fragt ihr euch alle, wie ich zu meinem eigenen Film komme. Genau. Ich sag nur so viel, es reimt sich auf Wolverine. Und später ist ja dann, ich glaube, am Anfang des zweiten Teils ist dann diese aufgespießte Wolverine-Figur da und dann schimpft er ja auch so, dass der gestorben ist. Dann erscheinen doch beide mal irgendwie, weil doch sowohl Ryan Reynolds als auch Hugh Jackman beide mal Sexiest Man Alive waren. 2008 und 2010. Da, auf dem People-Magazin, ne? Genau. Guckt er sich ja, mal ganz genau an. Wer ist der aktuelle Sexiest Man Alive? Weißt das du weiß ich nicht. Du! Nach. Nee, aber wer ist in England weiß ich, wer das ist. Wer ist das? Jeremy Clarkson ist zum zweiten Mal was? Der Sexiest Man in Jeremy Life. Clarkson? Ist aber ist ja egal. Also Sex Appeal ist ja... Hat nichts mit dem Alter zu tun, wurde mir gesagt. Nein, das habe ich auch nicht gesagt. Also Sexiest Man in Life. Und dann gibt es auch die eine Szene, ich weiß gar nicht, im ersten oder zweiten Teil, wo Vanessa ihm die Maske abnimmt und sagt, zeig mir dein Gesicht. Mhm. Und dann nimmt sie, und dann siehst du es zuerst nicht, dann hat er aber eine Hugh Jackman-Maske noch da drunter drauf. Sehr, sehr gut. Ryan Reynolds hat auch die Geschichte erzählt, also weil ihr es gerade angesprochen habt, dass sie so gut miteinander befreundet sind. Der lebt ja in New York mit seinen Kindern und seiner Frau. Und er meinte, er sei irgendwann von irgendeiner Produktion nach Hause gekommen und seine Töchter sind so riesen Hugh Jackman-Fans. Und er ist durch die Haustür gekommen und hat die ganze Zeit seine Töchter Musik aus The Greatest Showman
singen gehört und dachte so, oh Gott, ist das unangenehm, ne? Und kam rein und ist dann um die Ecke gegangen und dann stand Hugh Jackman mit denen im Wohnzimmer und hat gemeinsam mit denen diese Songs performt. Also das kann ich mir auch total gut vorstellen. Und die sind auch wirklich zusammen. Also ich finde, und das mag ich an diesen, also wenn du so ein bisschen diesen Blick manchmal hinter die Kulissen kriegst bei der Pressekonferenz oder auch bei der Premiere, wenn du siehst, wie die miteinander sind, ne? Und das ist wirklich total liebevoll. Ich hatte immer so das Gefühl, dass Hugh Jackman so ein bisschen Ryan Reynolds anguckt, wie so ein stolzer Papa seinen Sohn, ne? Und Ryan Reynolds umgekehrt ihn so wie so den stolzen Vater anguckt. Und also dieses Zusammenspiel auch, ne? Also wenn diese Social Media Clips, wenn Ryan Reynolds, die haben dann so einen Clip letztens gerade hochgeladen, wo es darum geht, warum sie nicht nach Australien gekommen sind mit Deadpool und Wolverine, ne? Und Hugh Jackman fängt so ganz nett an und sagt so, ey, und das passte einfach nicht, es war zu kompliziert. Und dann sagt Ryan Reynolds so, ey, nee, ganz im Ernst, wir haben einfach uns die Zahlen angeguckt und haben gemerkt, es lohnt sich überhaupt nicht für uns nach Australien zu fliegen, weil da geht so und so keiner ins Kino und die machen alles und so. Und er lästert so derbe über Australien und Hugh Jackman immer die ganze Zeit so, was redest du? Und wie die das auch zusammen machen, ist echt schön. Ich glaube, das ist halt eh ein Jackpot, ne? Wenn du halt zwei Schauspieler hast, die so mit ihren Rollen verwachsen sind, ne? Und deswegen bin ich ja auch gar nicht so streng, was die anderen Filme von denen angeht, weil ich so denke, die haben damit schon so ein Vermächtnis geschaffen, ne? Und wenn die sich dann auch noch persönlich oder privat so gut verstehen, ne? Das, ich glaube, das wirst du auch dann auf der Leinwand sehen, ne? Gerade weil ja beide Charaktere auch so welche sind, die sich ordentlich flotte Sprüche um die Ohren hauen, ne? Und wenn die dann auch noch interagieren. Spannend bei dem Film zu sehen, wie man diese super starken Charaktere jetzt zusammenbekommt irgendwie und wer, mal gucken, wer so der Star des Films dann ist, ob es Deadpool ist oder Wolverine oder beide zusammen. Ich glaube, das funktioniert aber auch denn in Hollywood nur, wenn so zwei Leute wie Jackman und Reynolds zusammenkommen, die Freunde sind und die auch dem anderen, das haben sie ja auch in den Interviews jetzt immer wieder betont, was Freundschaft bedeutet. Und Freundschaft bedeutet für sie halt dem anderen auch Erfolg zu gönnen halt auch und jemanden da zu unterstützen. Und das ist in Hollywood, muss man ja wirklich sagen, nicht verwunderlich, eher selten irgendwie, dass die meisten gönnen sich wirklich den Dreck unter den Nägeln nicht, sondern wollen immer die Person sein, die den meisten Credit bekommt irgendwie. Und bei so einem Projekt, glaube ich, funktioniert es dann auch nur auch am Set dann, wenn beide einfach gut miteinander können. Aber ich finde, da ist ja wirklich das Spannende. Und der Trailer von Deadpool und Wolverine hat ja, glaube ich, in den ersten 24 Stunden, keine Ahnung, 300 Millionen Klicks. Der zweite ist dann ja noch mehr durch die Decke gegangen. Und die Frage ist die ganze Zeit, ne? Wenn zwei Figuren so wichtig sind, auch, sag ich mal, für Marvel als Studio, für Disney, sag ich mal, auch als Studio, für die Branche, also die Kinobranche und vor allen Dingen auch für die Fans, was machst du dann mit dem Trailer? Also, und das ist ja eine Krankheit mittlerweile, dass du den Trailer anguckst und denkst so nach 200 Minuten, warum soll ich mir jetzt den Film angucken? Weil ich weiß ja, was wie passiert und wer böse ist und wer am Ende stirbt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, und das traue ich Ryan Reynolds zu, weil der ist ja wirklich federführend, ne? Also hat am Drehbuch mitgearbeitet, ist Produzent, ist so mit Sean Levy, hat dann auch Hugh Jackman reingekriegt, dass der einen Trailer macht, der so ein bisschen in die Irre führt. Also der nicht alles sozusagen preisgibt, vor allen Dingen ja auch in der Diskussion um Cameos. Also das war ja schon beim letzten Deadpool mega mit, also ich glaube, Brad Pitt sollte eigentlich Cable spielen und konnte da nicht, ne? Genau, er ist als The Vanisher. Ey, was für eine geile Idee, ja. Dass du ihn dann, wenn er oben in diesen Elektro-Draht reinfliegt und siehst ihn für zwei Sekunden, denkst du, Brad Pitt? Ne? Also wie geil die Idee. Und ich glaube, er hat ja auch gesagt damals, als sie ihn angesprochen haben, ob er ein Cameo macht, hat er gesagt, er nimmt Minimum Wage und einen Starbucks-Coffee. Und hat das dann gedreht. Ich glaube, es war eine Stunde oder so. Was haben die jetzt fertig gemacht? Das finde ich super. Und das, Entschuldigung, schwiffe ich ganz kurz ab, ist eine Sache, die ich total cool finde. Vor allen Dingen an dieser amerikanischen Entertainment-Industrie. Diese Cameos. Weißt du, dieses Verständnis dafür, dass auch so ein kleiner Auftritt, Brad Pitt hätte nicht in Deadpool 2 mitmachen müssen, hat es aber gemacht, weil er Bock drauf hatte. Und ist uns ja allen in Erinnerung geblieben. Auch wenn er nur zwei Sekunden zu sehen ist. Dass das zum Beispiel in Deutschland gar nicht funktioniert, ne? Also so ein Cameo mal in der Serie oder in einem Film oder auch in der Show. Wir haben ja damals... Woran liegt?
Ja, aber Elton und ich haben wir mal die 500. Ausgabe von 1, 2 oder 3 moderiert. Das war eine große Abendshow. Und wollten immer als Kamerakind, danke dir, als Kamerakind wollen wir mal Thomas Gottschalk haben. Weil wir dachten, einmal, wenn du dir einmal, und unser Kamerakind heute, Thomas Gottschalk, siehst du die verwackelte Kamera und dann war es das auch. Macht keiner. Schade. Wollte er nicht, er hat abgesagt. Keine Lust oder hat er Zeitgründe vorgeschoben? We don't know. Ja, sie sind halt schwierig, unsere deutschen Stars. Ja. Also viele leider. Ohne jetzt irgendwie, wir nennen keinen Namen irgendwie. Oh, das liebt er. Das liebt Tim. Oh, ja, Leute, ich könnte so ablästern jetzt. Ja, ja, mach mal. Nein. Anja und ich hören uns das an. Es ist wirklich so. Du bist ja mit einigen von, also ich bin ja nicht befreundet mit denen irgendwie, hab ja nur beruflich dann teilweise mit denen dann zu tun und es ist einfach schwierig irgendwie mit, und Deutsche sind da wirklich, wenn sie ein bisschen erfolgreich sind, werden sie immer, immer schwieriger in der inneren Sachen. Einfach normale Höflichkeit, irgendwie jemand normal guten Tag zu sagen, irgendwie auch zu sehen, irgendwie sind andere Leute drumherum, die irgendwie helfen, einfach nett zu Leuten zu sein, irgendwie. Sondern die denken dann immer alle, sie sind irgendwie ein Mix aus Beyoncé und Taylor Swift und alle müssen sie total wichtig nehmen. Furchtbar. Ja, weil wir haben doch letztens auch über diese Geschichte von unserem Kumpel erzählt, der immer bei Konzerten als Notfallsanitäter arbeitet. Geile Geschichte, das ist eine geile, musst du einmal kurz erzählen. Das ist eine geile Abschlussgeschichte. Genau, das ist guter Freund von uns, ist Arzt und arbeitet bei Konzert, weil er dann immer umsonst die Konzerte mitnehmen kann als Notfallsanitäter. Und er war auch im Einsatz beim Konzert von Beyoncé in Hamburg. Und er stand dann mit ein paar Kolleginnen und Kollegen zusammen und auf einmal kommt jemand auf die Gruppe und sagt so, okay Leute, ihr müsst euch jetzt bitte alle umdrehen und zur Wand gucken. Und ich so, wieso sollten wir das tun? So, ja, weil Beyoncé kommt jetzt vorbei Richtung Bühne und sie möchte nicht angeguckt werden. Und dann haben die gesagt, das ist ja ein ganz schlauer Ansatz, wenn du jetzt ein Konzert vor 60.000 Leuten gibst irgendwie und nicht angeguckt werden möchtest. Irgendwie. Aber es ging dem wohl irgendwie um die Nähe. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie schlechte Haut hat oder keine Ahnung, irgendwie, ob sie riecht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls sollten sie nicht dazu. Ich glaube, gucken. Letzteres. Nein. Aber gerochen hättest du sie ja. Das hättest du ja trotzdem gegen Wind. Gucken Sie an die Wand, atmen Sie nicht ein. Weder angucken noch riechen. Jedenfalls haben die sich geweigert, haben gesagt, sorry, wir sind hier als Ärzte und Sanitäter und uns ist Beyoncé völlig Latte, wir sind dafür da, dass... Nee, vor allen Dingen, überleg mal, dann aus der Entourage, das wäre eigentlich so Karma gewesen. Sie kommt vorbei, alle Notfallsanitäter gucken an die Wand, sie kippt um und noch einer aus ihrer Entourage und kein Notfallsanitäter kann helfen, weil alle die ganze Zeit so die Wand angucken. Ist ja auch nicht sinnvoll, ne? Jedenfalls sind die stehen geblieben, haben ganz normal geguckt und dann kam auf einmal ein Golfwagen vorbei, der abgehängt war mit Bettlaken. Beyoncé. Und da war Beyoncé dann drin und wurde so zur Bühne gefahren, dann, damit keiner sie angucken kann. Also du durftest noch nicht mal das Tuch, unter dem sie saß. So ist es, genau. Und da mussten die quasi extra den Golfcaddy und die Tücher besorgen, weil die Notfallsanitäter sich nicht umdrehen wollten. Genau. Wow. Aber Beyoncé wird nicht auftauchen als Cameo in Deadpool und Wolverine. Aber wir können ja mal drüber sprechen. Hat jemand applaudiert? Naja, nach dieser Geschichte muss man auch sagen. Nee, oder viel geiler wäre, sie wäre in dem Film und dann gibt es so ein Disclaimer vor jeder Szene mit alle Beyoncé. Weg, alle umdrehen. Gucken Sie bitte weg, Beyoncé ist jetzt im Film zu sehen. Ja. Nee, aber es gibt da, glaube ich, ganz viele Gerüchte und das wird echt spannend. Und ein großes Gerücht vor allen Dingen. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Was denn? Taylor Swift. Aber Deadpool hat doch auch, der hat doch in einem der Filme, im zweiten, hat er doch ein T-Shirt an. Mit den Katzen von Taylor Swift. Genau, mit den Katzen von Taylor Swift. Aber ich glaube, das wurde schon zurückgezogen. Also ja, aber das würde ich nicht glauben. Das haben sie auch selbst zugegeben. Wendy James, einer der Produzenten, hat schon gesagt, wir haben so viele Lügen erzählt und so viele komische Fährten gelegt, irgendwie gerade um diese ganzen Cameo-Auftritte. Aber sie kann ja auch gar nicht im Film drin sein, die spielt ja heute in Hamburg. Genau, Taylor Swift. Ja. Ich glaube, dass... Ich, wie gesagt, ich bin mal gespannt. Es würde so nahe liegen, auch da. Das liegt nahe, dass sie drin ist, weil sie eine sehr gute Freundin von Ryan Reynolds und von Blake Lively, seiner Frau, ist. Auch von Hugh Jackman. Es gab auch gemeinsame Fotos in New York, wo die unterwegs waren. Und da haben ja viele schon guck mal, gerätselt, die sprechen sich ab. Irgendwie, das hat bestimmt was mit dem Film zu tun, dass sie da auftaucht. Es wäre, glaube ich, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich Taylor Swift ist und was für eine Rolle sie spielt, glaube ich, für den Film Knaller. Noch ein zusätzlicher Marketing-Gag, der unglaublich reinhauen wird. Aber ich glaube, irgendwie gefühlt, vielleicht ist es denn auch zu offensichtlich und zu simpel. Aber es würde zu Ryan Reynolds passen, weil der einfach ein Meister, also
Ryan Reynolds ist für mich einfach der perfekte Geschäftsmann. Ja. Also alles, was der, ich finde, als Schauspieler ist, da muss ich gleich auch sagen, auch wenn ich mich total auf den Film freue, und er ist in Deadpool, in der Rolle des Deadpool, ist er genial, weil er ganz Deadpool ganz ähnlich ist. Also wenn man im Interview mit ihm ist, Steven hat das eben schon gesagt, der sabbelt, der bringt einen Joke nach dem nächsten. Das ist zwischendurch auch echt anstrengend, weil der nie so ernst ist. Und man möchte ja auch mal so ein paar ernstere Fragen stellen und was erfahren. Und wenn jemand die ganze Zeit nur Witze macht, ist das irgendwie mit der Zeit irgendwie dann auch ein bisschen nervig. Aber der ist so wie Deadpool und wie gesagt, ist er für die Rolle perfekt. Ich finde ansonsten als Schauspieler okay. Ja. Aber er ist halt echt ein unfassbarer Geschäftsmann. Ich frage mich, wie viele Stunden der schläft. Können nicht viele sein. Was der, wo der überall seine Eisen im Feuer hat und was da alles macht. Macht seinen eigenen Gin, der Milliarden mittlerweile wert ist, diese Marke. Er hat den Fußballverein in Wales gekauft, da gibt es ja auch. Welcome to Wrexham, kennt ihr sicherlich, aber was für eine geile Doku-Serie auf Disney Plus. Und bei allen anderen wäre das Ding gefloppt, ne? Also, aber die haben gleich von Start weg, vom Start, haben die Geld verdient mit diesem Invest, auch diesen Verein in Wales zu kaufen und da Geld reinzubuttern. Haben die gleich im ersten Jahr mit ihrer Serie bei Disney dann Kohle schon wieder mit eingefahren. Also der ist... Ja, Mint Mobile hat er doch auch. Genau, macht er auch. Und er ist halt ein Marketing-Genie. Hat ja auch zum Beispiel, das war mir auch nicht bewusst, weil ich auf den Seiten nicht zugange bin, aber er hat den ersten Deadpool-Film, haben sie auch bei Pornhub und bei Tinder beworben. Hast du was gesehen damals irgendwann davon? Ja, also ich erinnere mich bei Pornhub. Wieso, aber wie hat er das da beworben? Du kannst da Werbung schalten bei Pornhub. Achso, und dann ist Deadpool, aber obwohl, er regelt sich ja gerne immer, hat er ja in ganz vielen Spots auch gemacht, auf diesem Fell vom Kamin, vielleicht hat er das noch ein bisschen erotisierender gemacht. Nee, aber lass uns einmal ganz kurz nochmal über die mückigen Cameos sprechen. Also Taylor Swift, sagst du nein, du sagst auch nein? Oh, ich habe überhaupt gar kein Gefühl dazu. Ich war jetzt eigentlich schon von dem Trip wieder runter, weil es eben zurückgezogen wurde. Aber wenn du jetzt sagst, Tim, dass die da irgendwie rumgelogen haben, wie sie wollten, ne, dann ist ja wirklich noch alles möglich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Blake Lively drin vorkommt, also seine Frau. Die war ja jetzt auch bei den Premieren mit dabei und die hatte auch schon so einen an eine Superheldin angelehnten Look da an, so ein Catsuit, der so quasi das weibliche Pendant zu Deadpool sein konnte. Gigi Hadid war auch dabei mit denen. Auftritt kann ich verraten, glaube ich. Also wenn ich spoilern darf, ist nicht so ein weltbewegender, aber oder möchte es jemand nicht? Ja, dann lasse ich es. Hallo? Nee, sag doch mal. Ich weiß den Namen. Weil ich gespannt drauf bin, wo der Typ, mit dem er den Fußballverein gekauft hat, aus Wrexham hier. Rob McElhenney. Wie heißt der nochmal? Rob McElhenney. Doch, ne? Ja, irgendwie so. Irgendwie sowas in die Richtung, genau. Der wird auftauchen, weil Reynolds zeitlich so eingebunden war in London, die haben ja in London auch gedreht und er kam da nicht weg und dann hat er gesagt, Rob, du musst nach London kommen, damit wir über Wrexham und Geschäfte, die da irgendwie sprechen oder wir machen es per Telefon. Und dann ist der da hingekommen, extra nach London geflogen, um ein paar Sachen mit ihm zu besprechen. Und da hat dann Ryan ein schlechtes Gewissen und hat gesagt, okay, dafür biete ich dir auch eine Rolle jetzt in dem Film an. Die haben ja in Pinewood gedreht, während Corona, ne? Mussten sie ja breaken, durften nicht weiterdrehen. Und im Nachhinein haben sie aber gesagt, dass das dem Film total geholfen hat, so eine Pause, um nochmal zu reflektieren über das, was sie da gedreht haben. Aber es gibt ja, also Rob ist dabei, sagst du, Taylor Swift, glaube ich auch nicht. Dann aber sagen sie ja Halle Berry vielleicht als Storm. Chris Hemsworth als Thor. Ich glaube, es werden viele so Marvel-Charaktere auftauchen. Jennifer Garner könnte eventuell drin sein, haben sie gesagt. Ben Affleck als Daredevil, was irgendwie auch nochmal völlig absurd wäre, finde ich, ehrlich gesagt. Ne? Auch eine schlimme Filmreihe. Aber es ist doch keine, das ist eine Serie und es gab einen. Nein, es gab einen Film. Es gab nicht ja, zwei. Meine ich es gab ja, nicht sogar Film. Zwei Filme. Nein. Dann fand ich den so schlimm, dass ich dachte, es sei zwei Filme. Nee, der war so schlimm, dass du hast zwei Filme hintereinander geguckt, die richtig schlecht sind, weil es so lang gedauert hat. Ja, das kann sein. Ja, das kann ich auch verstehen. Nee, dabei ist Ben Affleck, finde ich, eigentlich wirklich ein guter. Und der macht tolle Sachen irgendwie und da fragt man sich wirklich, wie sowas so in die Büchse gehen kann. Jennifer Lawrence als Mystique. Gibt es auch das Gerücht eventuell? Also da dann auf jeden Fall Ian McKellen als Magneto. Dann hier, wie heißt er dann nochmal? Channing Tatum als Magic Mike. Das ist auch ein Superheld, ne? Für einige schon.
Da war der letzte Teil auch richtig gut. Der war richtig gut. Mit Summer Hayek, ey, das war... Schlimm. Und wenn du jetzt wieder ankommst in der Story, ne, dass du die Story findest, dann gibt es hier so einen Alarm. Ey. Magic Mike 3. Nee, wie heißt er nochmal? Gambit. Vielen herzlichen Dank als Gambit. Weil da ist die Geschichte auch hart. Er unterschreibt einen Vertrag, es soll einen Standalone-Gambit-Film geben. Und dann sagen sie, nee, haben wir keinen Bock mehr drauf. Und jetzt hoffentlich, als ist ja genauso wie hier mit Batgirl. Den Film haben sie zu Ende gedreht. Und in die Tonne geschmissen. Ja, aber für was? Für 200 Millionen mal Dollar. Versenkt. Und dann war es günstiger, den in die Tonne zu werfen, als den rauszubringen. Irre, ne? Also dann muss der entweder so schlecht gewesen sein oder die haben einen ganz schlechten Steuerberater oder Steuerberaterin. Ich glaube, erstes. Ich glaube, dass die Testscreenings so katastrophal waren. Und dann ist es, glaube ich, in der Abschreibung von so einem Film offenbar. So wie Catwoman damals. Nach Halle Berrys Oscar-Gewinn hat sie Catwoman gedreht. Das war auch ein... Catwoman und Magic Mike. Den Film würde ich gerne mal sehen. Minus und Minus ergibt Plus. Ich hoffe, dass es nicht zu viele Cameos gibt und sie das übertreiben. So ein paar finde ich lustig, wie mit Brad Pitt. Solche Sachen finde ich super, das passt da rein. Aber wenn das so ein Ding nach dem nächsten wird, das fände ich schade, irgendwie, weil das dann weg davon führen würde, von diesen beiden Charakteren, irgendwie, die ich hauptsächlich sehen will. Und dann wird das auch ein bisschen redundant. Ich habe ja vorher schon mal ein bisschen geguckt, wer wieder auftaucht, ne, dass man sich auch darauf verlassen kann. Es ist ja Dopinder natürlich wieder dabei. Dein Lieblingstaxifahrer? Ja, auch er ist so entzückend, ne, und er ist so niedlich. Auch wenn man immer sagt, die Pi, ist er die Pi. Dann mochte ich ja auch hier Domino so gerne. Die Superpower Glück. Die hat. Power hätte ich auch am liebsten. Also wenn habe ich letztens überlegt, wenn man eine Superkraft hätte, welche hätte man am liebsten, hätte ich die von Domino, einfach Glück haben. Das ist ja wirklich sensationell, wie die damit durchkommt. Ja, war mit allen. Ja. Also echt ganz cool. Ist das eine Superkraft? Glück haben? Offenbar, das fragt ja. Deadpool ja auch. Sagt er, Glück haben ist doch hier keine Superkraft. Nee. Und dann sagt sie, naja. Gucken wir mal. Und dann siehst du halt auch, ne, wie alles immer haarscharf an ihr vorbeifliegt, ne, wie sie genau eine Sekunde zu früh oder zu spät richtig kommt, ne, ohne damit sie irgendwie nicht vom Schwert jetzt getroffen wird oder mit einem Kugelhagel irgendwie da niedergeht oder so. Das ist richtig, richtig cool. Und die Schauspielerin ist auch mega, Zazie Beetz, und die ist tatsächlich in Berlin geboren und auch aufgewachsen. Mhm. Ne? Spricht und, auch noch Deutsch, ist ja. Super cool. Ich meine, die hat ja in hier Joker mitgespielt, ja. Die Nachbarin von Joaquin Phoenix. Also mega, was sie für eine Karriere hingelegt hat. Wie heißt die Serie nochmal, in der sie bekannt geworden ist? Ich habe die Karriere nicht so auf dem Schirm wie ihr beide. Black Mirror, stimmt. Nee. Aber nee, Black Mirror war ja nicht kürzlich Black Mirror. Stimmt erst, nicht. Ne? Oh, ich liebe Tim. Stimmt nicht. Sag was, stimmt. Ja, normalerweise, nein, wenn nein. Aus dem Dunkeln nicht irgendwas... Nee, ganz kurz, nee, aber wie heißt denn der Schauspieler nochmal, aus der die männliche Hauptrolle spielt in Mr. und Mrs. Smith? Donald Glover. Donald Glover. Und der hat eine Serie selber geschrieben. Atlanta. Schießt. Stimmt. Sagt das Orakel. Hast du eigentlich auch vorausgesagt, dass Spanien Europameister wird? Ja, habe ich wirklich. Oh, ist so anstrengend. Ja. Vor der EM habe ich das schon vorausgesagt. Ich konnte nicht erahnen, wie gut sich die deutsche Mannschaft schlägt dort. Und ich war in einer Tipprunde und da musste ich auch die. Wie vierter bist du geworden? Vierter oder fünfter. Von wie vielen? Ich glaube, es waren 30 oder so. Ich bin letzter geworden von 5. Und richtig, also ich bin nicht ein bisschen letzter geworden, ich bin richtig letzter geworden. Aber was für also eine Tipprunde war denn das? Hast du keine andere gefunden? Also fünf Leuten? Ja, das war eine ganz besondere. Also bei uns war das Tipprunde. Im Büro. Wir hatten noch nicht alle wollten mitmachen, wir haben im Büro eine Tipprunde gemacht. So. Aber hast du da auch mitgemacht? Ich war bei der Tipprunde leider nicht dabei. Weil war ich eigentlich zu fein für? Ja? Nein, da weil sie gegründet wurde, als ich im Urlaub war. Und es war dann den Leuten ein bisschen zu anstrengend, meine Tipps von meiner anderen Tipprunde nachzutragen in die Arbeitstipprunde. Du hast Leute gehabt, die deine Tipps aus einer Tipprunde in eine andere Tipprunde eintragen. Ich hätte gerne Leute gehabt, die das gemacht hätten. Ach so. Das sind aber die Spielleiter. Das sind die diese Runden gründen und die dann als einzige Tipps nachtragen. Wir konnten Frau Neutenius-Diva-Allüren nicht nachkommen.
Und dann musst du dir auch die Wand angucken, wenn sie getippt hat. Ich glaube aber, ich hätte die Tipprunde gewonnen, wenn ich bei euch gewesen wäre. Das sind die Schlimmsten. Ich habe immer zwischendurch den... Das sind die Schlimmsten. Nein, pass auf, ich kann es wirklich erklären. Ne? Denn ich habe ja eine andere Kick-Tipprunde gehabt, die denselben Modus hat, ne? Selbe Punktevergabe und sowas alles, bei der ich von Anfang an alle Sachen durchgetippt habe. Bonusfragen und so weiter bis zum Ende. Bonusfragen. Ja, deswegen bist du vielleicht letzter Gang. Torschützenkönig. Und so. Aber wir swiffen jetzt gerade ab. Wir swiften ab. Wir swiften. Ist das. Nee, aber ich glaube, wir haben jetzt extrem Appetit gemacht auf das, was jetzt kommt. Ein Appetit möchte ich noch sagen. Ich möchte auch noch was sagen. Ja, also das kann ich auch nicht unerwähnt lassen. Ja, bitte. Denn Deadpool hat ja nicht nur Wolverine an seiner Seite, er hat ja auch noch einen Hund als Sidekick: Dogpool. Den hässlichsten Hund Großbritanniens. Genau. Letztes Jahr wurde Peggy, wie der Hund in Wirklichkeit heißt, zum hässlichsten Hund Großbritanniens gekürt. Und wenn man sich sie so anschaut, könnte man ziemlich sicher sein, zu Recht. Peggy ist ein Mix aus einem Mops und einem chinesischen Schopfhund, so eine Art Nackthund, und hat auch wirklich nur hier oben so ein paar Flusen und an den Pfoten. Und Peggys Zunge hängt die ganze Zeit. Jetzt wird's persönlich. Okay, warte ab. Ich weiß, ich kriege das gleich tausendfach zurück wieder. Und Peggys Zunge hängt halt auch die ganze Zeit raus. Sweet. Weil sie nicht mehr so viele Zähne hat. Der hässlichste Podcaster Deutschlands. Oh, schön. Oh. Ja. Okay, auf den freust du dich. Du warst auch noch. Auf wen freust du dich? Nein, ich weiß nicht, ob ich jetzt noch was sagen will. Oh, bitte. Nein. Bitte. Ich freue mich wirklich ganz besonders darauf. Ich glaube, das ist aber wirklich was für Marvel-Fans, die mit den Comics und der Serie viel zu tun haben auch, oder sich damit beschäftigen, dass Hugh Jackman zum ersten Mal diesen gelben Anzug als Wolverine tragen wird. Irgendwie. Das wird. Und es gibt nämlich so eine nette Geschichte noch über Ryan Reynolds bei dem ersten Film. Also man muss ja noch mal zu Deadpool 1 sagen, das hat Ryan Reynolds von dem Moment, wo er gesagt hat, ich möchte diese Rolle spielen, hat es knapp, glaube ich, 12 Jahre gedauert, bis er das Ding umgesetzt hat. Das ist halt auch wieder die Wirrung und Irrung Hollywoods. Und was man rückblickend gar nicht nachvollziehen kann, wie lange das wirklich denn dauert, irgendwie, und wie viele Widerstände da sind, irgendwie was umzusetzen. Und der erste Tag, an dem er am Set gekommen ist und das Kostüm gesehen hat, diesen Deadpool-Anzug, ist er in Tränen ausgebrochen. Ja? Ja. Und sie hat 9 Anzüge insgesamt. 7 haben sie geschreddert im ersten Teil. Und es gab dann noch 2 und er hat dann am letzten Drehtag hat er den einfach anbehalten und ist damit vom Set gegangen. Und dann kam ein Set-Mitarbeiter hinter ihm hergelaufen und hat gesagt, du musst den Anzug ausziehen. Und er hat gesagt, go fuck yourself. und ist ins Auto gestiegen und weg. Ach, wie schön. Also eine Wahnsinnswelt. Deadpool und Wolverine und wir drei, genauso wie ihr, freut euch jetzt sicherlich auf das, was wir zu sehen bekommen. Ich bin echt gespannt. Also die 35 Minuten, die ich sehen durfte, haben es in sich, sind mega. Ich weiß nicht, ob man das toppen kann, wo es weiterhin geht. Aber das war eine Live-Podcast-Folge von Kino oder Couch. Und wir freuen uns sehr, dass ihr uns ein bisschen gelauscht habt. Danke euch. Ja, vielen Dank.